Einen wunderschönen guten Abend, Bilal. Grüß dich, Leser. Ey, Bilal, du hast gewonnen. Wie? Moment, ich... Jeden Krieg in Zukunft hast du gewonnen, alles gut. Wieso denn? Ich werde dein Haus putzen, ich werde dir deine Einkäufe nach Hause Was tragen. Was ist denn Sache, Diesel? Ich werde dein Auto reparieren, ich werde deine Schuhe putzen und ich werde für dich kochen. Wieso denn? Was ist denn passiert? Nimm bitte diesen Billy wieder in deine Familie. Er fickt meinen Kopf seit Tagen. Auf keinen Fall. Danke, dass du ihn aufgenommen hast. Ich danke dir, Diesel. Vielen Dank noch einmal. Du bist ein echter Bruder. Du bist für mich wie ein Bruder geworden, Diesel, mit dieser Aktion, muss ich dir sagen. Du bist nicht eine Art Freund, du bist ein Bruder geworden für mich. Ich würde eine Kugel für dich fallen. Ich danke dir, Diesel. Einen wunderschönen guten Tag. Ah, wenigstens auf die Türken ist ja Verlass. Grüß dich, Osman. Lag Osman. Grüß dich, Jagabe. Yeah. Komm jetzt zum Anwesen. Schneller, wir gehen nicht wie ein Enter. Guten Tag, Herr Agabe. Halt deine Fresse, Danila. Wo bist du gewesen, Danila? Ich musste noch mal kurz telefonieren. Und davor war ich scheißen und davor habe ich mein Auto sauber. Ich weiß nicht, was ihr alle für Komplexe habt, Alter. Warum seid ihr nicht 20.20 Uhr spätestens da? Was dauert das denn immer so lange? Herr Agabe, ich war doch davor schon da. Ja. Ich habe sogar mitgedacht, Herr Agabe. Das sollte Grundvoraussetzung sein. Ich habe mein Fahrzeug, ne, mein eines Fahrzeug, habe ich beim MD geparkt, eine Waffe reingelegt, ein paar Magazine. Ey, was laberst du mir denn jetzt eine Frikadelle an meine Ohr? Denkst du, mich interessiert das? Stell dir mal vor, jeder Schwanz hier erzählt mir, wo er was geparkt hat, wo er was gemacht hat. Was soll ich dir einen Gute-Nacht-Kuss geben noch als Dankeschön oder was willst du von mir? Nein, Agabe. Soll ich sagen, hast du gut gemacht? Soll ich dich streicheln an dein Haar oder was? Alles gut, alles gut. Ich kann dir mal am Kopf packen, dann kannst du mir einen blasen, wenn du willst, Danilo. Ey, ihr kleinen Pisser, warum lacht ihr? Herr Agabe. Was postest du schon wieder so? Ich hab, Hör auf damit, mach mir nicht ASMR hier vor meinem Anwesen. Mach mir hier nicht ASMR, sonst klatsche ich dich. Ich kann das hier nicht mehr. Leute, wir müssen verkaufen. Die Gelder kriegen die Leute noch hier. Wir müssen jetzt erstmal uns um Vanilla kümmern. Wer von euch will Vanilla beobachten? Ich kann das übernehmen, ich habe das gestern schon gemacht. Nein, das macht Petersen, der kennt Vanilla am besten. Dort, wo ihr hingeht zum Observieren, legt ihr in die Nähe irgendwo eine Knarre, dass sie jederzeit an die rankommt. Was gibt es? Gilt es für alle oder nur für die, die beobachten? Oh mein Gott, oh mein Gott. Gerade gesagt, Mann. Hau mir bitte eine Schaufel gegen den Kopf. Ja, ich mach das komplett. Ich hau dir gleich meine Schwanz gegen deine Kopf, Danila. Das wird dir noch besser. Jeder kriegt Geld, jeder, der da ist, kriegt Geld, jeder! Ja, und weiter? Außer dieser Typ, der Scheiße baut, der kriegt kein Geld. Dieser Typen, die gut sich anstrengen, seinen guten Kopf haben, kriegen Geld. Ja, aber wer redet denn von Geld gerade? Ja, dieser eine. Der eine fragt, ob wir Geld kriegen für ein Observieren. Oh, hey, das hat er gar nicht gesagt. Ey, du bist so behindert im Kopf, ne? Du dummer Trottel, Danilo. Dann hab ich was falsch verstanden. Ach, was du uns nicht sagst, du Vogel. Erstmal, wir fahren jetzt alle gemeinsam los. Macht ihr einen Unfall, fahrt ihr einem anderen rein, kriegt ihr eine Kugel und fliegt raus. Ganz einfaches Prinzip heute. Wir fahren schon mal zum Kleidungsladen in der Zeit. Können wir nicht das Anwesen stürmen? Du kannst nicht mal gerade auslaufen, ohne dass ich das koordiniere. Wie willst du das denn jetzt? Wie willst du das Anwesen von ihm angreifen, hä? Du halbe Butterbirne. Warum lachen Sie? Gut. Warum lachen Sie? Wie, warum? Ich darf lachen, wann und wie ich will. Hast du mich verstanden, du Mader? Ich hab's verstanden, Herr Gabi. Gut. Jetzt fahrt mir nach, wir müssen uns erstmal umziehen. Mag schon, wer ist am Telefon? Ey, Bilal. Was willst du, Tobi? Hör mal kurz zu, bitte, okay? Was tust du mich, du kleine Made? Okay, tut mir leid, Herr Agabe. Was willst du? Ich will nur geklärt haben, er hat auf mich umbringen wollen. Ich habe mich nur verteidigt. Ich möchte nicht für sie arbeiten, aber ich möchte, dass sie nicht so über mich denken, dass ich sie irgendwie verletzen wollte oder schaden ihrer Familie. Verstehen Sie? Ich verstehe das. Also er hat dich, wollte dich ermorden, sagst du, ja? Er hat mich als Hurensohn und was auch immer beleidigt, stieg aus und wollte mich K.O. schlagen. Und ich habe ihn dementsprechend erschossen. Gucken Sie, mir ist egal, was... Das Problem ist, er hat natürlich die anderen jetzt so eingeredet die ganze Zeit. Verstehen Sie ein bisschen, was ich meine? Ich habe schon verstanden, ich bin ja nicht blöd. Ja, eben. Ich wollte einfach nur gesagt haben, ich möchte keinen Ärger mit Ihnen, weil ich bin trotzdem dankbar, was Sie für mich gemacht haben. Aber ich suche mir jetzt neue Leute. Verstehen Sie, wenn das okay ist? Ja, du bist doch bei Diesel, habe ich gehört. Ja, ich bin da jetzt gerade dran. Aber ich wollte nur nicht, dass sie irgendwie hier mich als Verräter haben, weil ich habe sie nie verraten. Ich bin für sie trotzdem schießen gekommen, obwohl ich fast tot war. Verstehen Sie?
ich verstehe. Wir kümmern uns nochmal um das Problem später, zu einem späteren Zeitpunkt. Rufen Sie mich einfach an, okay? Dann störe ich Sie nicht. Ja, heute nicht. Die Tage klären wir das Problem. Ja, ja, alles muss nicht heute sein. Ja, ach nee, du bestimmst ja auch nicht, wann ich das mit dir kläre, du Made. Ich bestimme das, Will. Okay, Bilal. Wir hören. Nein. Wie, Bilal? Halt deine Fresse! Ja, Herr Agave, tut mir leid. Wiederhören. Auf Wiedersehen. Boss, die Yeezys sind stark. Nein, was für Yeezys? Sollen wir Alexander McQueen Schuhe anziehen? Was ist Alexander McQueen? Alexander McQueen V1 Schuhe. Ey, du, hör mal zu, mal den Alexander McQueen Schuhe. Einmal das Maul jetzt hier. Wir können auch Cars Schuhe anziehen. Ey, Danilo. Mag schon, Vanilla. Hör zu, Bilal. Ja. Ich werde nicht zulassen, dass du in meiner Stadt einen einzigen Cent verdienst. Sollte ich dich an dem Verkäufer sehen, werde ich dir zeigen, was es heißt, jemals in seinem Leben sich mit mir angelegt zu haben. Hast du das verstanden? Ey, du, Vanilla, guck mal, ob ich dich gleich am Anwesen erwische oder irgendwo. Ach, du bist mir drohen. Ja, du hast mir getraut, dann sage ich dir, guck mal, ich mache nicht dieses Versteckspiel. Ich werde dich heute. Du bist mir also drohen. Ja, ich jag dich heute den ganzen Tag, vor allem, wenn ich gleich verkaufen gehe. Ist das angekommen? Du hast keine Möglichkeit, in dieser Stadt zu verkaufen. Ich habe den verdammten Verkäufer geschmiert. Ey, Osman, fahrt mal runter zum Verkäufer in der Nähe von Vanilla, guck mal, ob die da sind. Ob die ihr Zeug verkaufen. Alles klar, machen wir mal. Herr Agave, unten ist alles voll mit Cops, wir sind gerade in der Innenstadt. Gut, geht es weiter, nochmal gucken, was da los ist. Ob die Vanilla verfolgen, Guck einfach, was da abgeht nochmal. Machen wir. Weil wir wollen jetzt verkaufen, Vanilla hat mir gedroht, uns anzugreifen. Der muss irgendwo da sein. Oder er beobachtet uns hier irgendwo von hier. Wir verarschen den jetzt erstmal. Herr Agave? Was denn? Ja, was denn? Der ist beim Mechaniker ist der. Mit einem Motorrad. Mit einem Motorrad? Okay, dann mal in die Autos. Beobachte den. Ich glaube, der kommt bei mir raus, oder? Auf welche Seite kommt der raus? Ja, auf deiner Seite, genau. Und was hatte der für ein Auto? Schwarzer BMW Coupé. Okay, ich habe ihn gesehen. Der kommt jetzt rausgefahren mit 2 Motorrädern. Eskorte. Ah, verstehe. Ja, verfolgt Vanilla weiterhin, ja genau. Ey, die A-Klasse, du hörst auf, den zu verfolgen. Das ist zu auffällig. Du bist zu lange. A-Klasse gehört nicht zu uns, Herr Agave. Ach so. Wo fahren die denn hin? Ich hab keine Ahnung, Herr Agave. Hat ihm... zum Hotel. Der ist am Hotel. Zum Penner-Hotel, glaube ich. Gut, scheiß drauf. Wir fahren jetzt alle zum Anwesen. Let's go. Kommt alle zum Anwesen. Ja, was überholst du hier denn? Hallo, was machst du da? Wer macht mir da gerade den Unfall und fährt da sowieso ein Vollidiot? Wer ist das hier? Hey, du, bleib mal stehen jetzt hier. Bleib stehen, du hast ein Problem. Bleib stehen, letzte Warnung oder wir schießen noch. Okay, Sir. Steig aus. Steig mal aus hier, Danilo. Kontrollier den mal. Ich gehör zu keinem. Warum verfolgst du mich dann? Ich hab dich nicht verfolgt, Sir. Doch, hast du. No. Verpiss dich hier aus der Gegend, sonst hast du ein Problem. Wir fahren hoch Observatorium. Der Ärger weiß, das Auto hat gerade durchgefunkt, dass es Bilal. Ja? Der hatte da durchgefunkt, ja. Der ist dann direkt weggefahren. Okay, gut. Die überfallen wir jetzt. So, durchsucht die Gebüsche, alle aussteigen, durchsucht die Gebüsche. Da vorne ist ein Auto. Da vorne ist ein Auto. Den verfolgen wir. Einsteigen, den verfolgen wir. Mann, Danilo! Danilo! Ey, ich kann das mit dir nicht mehr, wirklich! Du fährst bei mir nicht mehr mit, Danilo! Herr Agave, hören Sie mich! Halt deine Fresse, Danilo! Tut mir leid. Halt deine Fresse, du hast gerade alles versaut! Das kann ja nicht weit weg sein. Hey, halt's Maul, Danilo, du hast wegen dir ist alles wieder in die Hose gegangen. Alle zum Anwesen zurück. Guck mal, Leute, wenn ich sage, wir fahren Observatorium, wir werden hier observiert, was ganz komisch ist. Und ich sehe ein Auto, ich sage, den kontrollieren wir jetzt. Schaltet doch euer Gehirn ein und sagt, da vorne ist ein Auto. Ich fahre dem hinterher. Warum kommt dann keine eigene Initiative von euch, ha? Ihr Vollidioten, fahrt zum Anwesen. Danilo, fahr die Mulle. Und du fährst jetzt nach Navi Richtung 16 Verarbeiter. Das stellst du im Navi ein. Jeder stellt das 16? Im Navi ein. 16 Verarbeiter. Der Rest langsam hinterher, hier Symbolen, wir machen keine Kolonne. Bilal. Ja, bitte. Bist du sicher, dass wir das nicht regeln sollen? Willst du nicht über deine Probleme reden, die du mittlerweile mit mir hast? Ja, ich würde vorschlagen, weil du mich ja am Sonntag angegriffen hast und wegen dir ich meine Tour nicht machen konnte, gibst du mir einfach 7200 Joints und wir sind quitt. Ich habe dich gar nicht angegriffen, du hast mich am Sonntag angegriffen. Willst du mich verarschen? Ich habe dich angegriffen, ich habe mich das immer verteidigen. Wie, du bist zu meinem Verarbeiter gekommen? Du bist zu meinem Verarbeiter gekommen und hast mich zuerst angegriffen. Es wurde auch erzählt, du hast wahllos Leute umgebracht am Sonntag. Was? Das stimmt doch gar nicht. Ich töte keine wahllosen Leute, du Trottel. Wer hat dir denn diese Information gegeben? Die hat mir ein Vöglanzer gezwitschert. Gut, Vanilla, ich schicke dir gleich ein Foto, ja? Alles klar. Siehst du, Vanilla, du bist eine Witzfigur. Du bist nicht am Verkäufer.
auf der Brücke. Weißt du was, ich schicke dir einen Standort des Schwanz. Fährt weiter auf der Brücke, ist weg. Wir steigen alle wieder ein hier. Ja, Bilal. Also schau mal, Vanilla, die Sache ist doch so, ich habe doch schon längst alles abgecheckt. Während du am Bennys warst, konnte ich in Ruhe hier mein Ding machen. Weißt du, dass du gar nichts mehr schaffen kannst, bis du deine Leute zusammengetrobbelt hast? Du hast doch dieselben Kopfschmerzen wie ich. Und deswegen vielen Dank, du Pfeife, du bist ein Niemand. Ich verkaufe immer, jeden Tag mache ich es so weiter. Ich sag dir eine Sache, ich habe gesehen, dass du nicht mal eine Mule drüben stehen hast. Ich observiere dich genau in diesem Augenblick, was redest du für eine Scheiße. Ach so, ist das so? Guck mal, Guck mal, ich zeig dir jetzt, ich beweis dir mal, was du für ein Schwätzer bist, ne? Du bist einer, der nur Scheiße labert, weil du hast überhaupt nichts im Griff. Okay, guck mal jetzt, guck hin jetzt, du Flachpfeifer. Ey, Bilal, denkst du, ich bin von gestern? Guck das Foto, ha? So viel dazu, du Schwanz. Von gestern. Wo sind denn deine ganzen Leute auf diesem Bild? Vanilla, wir haben keine Angst vor dir. Das will ich dir doch nur sagen. Ist doch alles in Ordnung. Klar. Dann mach dein Ding. Bewegt euch jetzt, ja, Pop. Irgendwelche Leute kommen und auf euch schießen. Nicht, dass das passiert. Vanilla, bist du die... Bitte, Vanilla, halt einfach mal. Danilo, wo bist du? Ich bin hier vorne an der Straße. Du, sofort in die Mulle hier. Beweg deinen Arsch. So, Danilo, du fährst jetzt den richtigen Wagen hier. Komm her, beweg deinen Arsch hier. So, ihr Flachpfeife. Ich hab jetzt die ganzen Joints. Deutlich angegriffen werden. Ihr verteidigt die Mulle mit hunderte Kraft. Das ist ein Fahrzeug, ein weißes, ich weiß, aber ich erkenne es halt gerade nicht. Das Leute, links lang, Leute. 100%. Langsam, Leute, Ruhe, die Bullen sind da von zurückgefahren. Das ist doch nicht die richtige Mulde, komm zurückgefahren. Okay. Falle von oben, das blaue Auto, steigt aus, schießt doch auf die, steigt mal aus hier. Danilo, bring die Mulde weg, der Rest zu mir kommen. Aga, wir wollen doch wieder abschießen. Ich bin tot, Leute, ihr müsst schießen jetzt hier, los. Okay, wir sind drauf, wo bin. Die können einfach so die Mulle hinterherfahren, warum schießt niemand? Das ist zwei Gerüchte, die Frage ist, was ist mit der Mulle? Das Wichtigste ist die Mulle, versucht die Mulle zu sichern, wenn ihr die seht. Ach, die haben die Mulle verloren alle, krass. Ja, das ist ein Sieg für die. Er ist die Mulle sicher. Ah, dann Vanilla, grüß dich. Was machst du denn hier? Jetzt ist die Mulle wenigstens gesichert. Habt ihr die Mulle, Jungs? Wir sind was machst du denn hier, Bilal? Wir kämpfen immer noch, RKB. Aber habt ihr die? Steht hier noch. Ich weiß ach, nicht, das war's mit deiner Mulle. Scheiß auf die Mulle, Bilal. Ah, okay, gut. Alles klar. Vanilla, hat die Kugel geschmeckt? Welche Kugel? Ich war die ganze Zeit hier. Ach, Vanilla, du bist eine Pfeife, Vanilla. Ey, kurze Frage, ist die Mulle da am Rumstehen? Ja, die steht da rum. Welche Mulle ist das denn? Okay, gut, ich schließe einfach ab beim Vorbeifahren. Sieht beide ab. Hab abgeschlossen, die vorderste. Unsere Leute müssen raus, das sind Vollidioten, ich kann das nicht mehr. Alles gut, Jungs. Die schießen nicht mehr auf mich, die Idioten. Ich brauche eine Behandlung, wo sind diese scheiß Medics, wo sind die? Hilfe! Der hatte keine Munition mehr! Ich wollte einen Fight, aber ich warte Nachbehandlung gehabt! Schick sie! Osman ist tot, aber er hat gesehen, auf jeden Fall meinte er 3000 Sekunden. Osman, Ehrenmann. Gut. Ich möchte kurz erwähnen, unsere Jungs hatten eigene Autos und wir haben sie gerade mit einem Taxi abgeholt. Ach, ist er... Oh mein Gott. Wie ist er? Loco und Tima hier. Ey Leute, ich brauch ein Auto. Komm mal alle zum Abschlepphof. Ey, fahr mich mal zum Abschlepphof hier, du, ja, im Taxi. Oh, ich hab ein Bike. Geht nur nein, weg hier. Nein, meine Mule. Wir gehen gleich nochmal verkaufen, Leute. Ihr müsst euch jetzt beeilen. Hey Leute, nicht, dass das hier eine Falle gleich wird und die kommen wieder, ne? Ihr müsst euch mal alle beeilen ein bisschen. Gut, Herr Agabe, wir haben an Ihren Leuten und den Fahrzeugen nichts feststellen können. Wenn Sie uns dagegen hätten, alles gut? Ich repariere die Karte irgendwie auf. Ja, dann wünschen wir noch einen schönen Tag. Ja, und sowas noch passiert, machen Sie einen Dispatch. Ja, wiedersehen, ja. Ebenfalls. Okay, tschüss. Schönen Abend noch. Der Idiot hat oben nicht kontrolliert. So ein Trottel. Agabe, hey. So ein Trottel. Agabe, hier sind 3.500 Joints. Nein. Doch. Wieso ist das aber wieder offen gewesen gerade? Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, ich hab gerade reingeschaut, ist offen gewesen. Da oben kommen Polizisten, Achtung. Ja, alles gut. Ja, gut. Also Herr Agabe, jetzt ist die perfekte Gelegenheit, einfach zum Verkäufer zu fahren. Ich weiß, aber warte kurz, wir müssen kurz die Mulle hier abstellen. Alle zum Anwesen jetzt, los, beeilt euch. Bilal. Na, Aktion, Vanilla, dumme Aktion wohl, oder?
Naja, ich weiß nicht. Also deine Mule, danke für die eine Mule auf jeden Fall. Welche Mule? Ich dachte, du hast deine Ware schon verkauft. Irgendwelche Rocker? Wie? Warum habe ich dann eine volle Mule bei mir hier? Also keine volle, aber so ein bisschen was ist drin. Was soll denn da drinnen gewesen sein? Joints. Was laberst du da? Gut, dann hast du ja nichts verloren. So ein Schwätzer! So ein Schwätzer! Ich werde hier überfallen, glaube ich, gerade. Scheiße. Jeder zum Ärger bekommen, jeder zum Ärger bekommen. Wir wurden geeiert. Oh mein Gott, stell dir vor, jetzt kommt der. Die haben mich nicht gesehen, ich habe mich totgestellt. Wo ist er? Wer kommt zur Unterstützung, Herr? Ach, was du nicht sagst, danke dir. Gern geschehen, Herr Gabe, für Sie doch immer. Ich habe die getrickst, ich habe mich versteckt dahinter. Die Idioten, ich habe die ausgetrickst. Ach so. Ich habe mich dahinter versteckt, jetzt sind die bewaffnet reingekommen, die wollten mich ficken. Gut, los, wir haben keine Zeit, los. Gut. Los. Wir haben nur noch 8 Minuten. Wir müssen einen kürzeren Weg nehmen, Dani. Einen kürzeren Weg. Und jetzt Beeilung hier. Komm. Wie lange braucht ihr, Jungs? Gib mir 120 Stück schnell. Ja, macht weiter. Los, hopp. Alle Joints hinlegen. Habt ihr noch Joints? Das war der letzte Jahr gewesen. 4 Stück? Wie 4 Stück? Waren die ganze Zeit Fahrzeuge rum. Okay, gut. Dann werden wir jetzt angegriffen. Alle losfahren. Los. Bilal. Dass keiner sich das Motel nähert. Das kann doch so nicht weitergehen. Wie, das kann auch so nicht weitergehen. Was hast dass du ich dich anrufe, du mir wieder drohst. Was hast du denn bei der Aktion gedacht? Dachtet und ich dich wieder ins Krankenhaus befördere. Du warst da selber im Krankenhaus, du. Ja, ich bin auch rein. Guck mal, es wird jetzt mal hier nicht mehr gefunkt. Das geht mir auf den Sack hier. Ich bin am Telefon her. Weil du mich ja gerade wegen meinen Leuten auslachst. Ich will dir ein Geständnis abliefern. Ja, ich bin ganz ohr. Du hast recht, wir sind Versager. Es war auch peinlich heute. Denn das Peinlichste war halt, dass die Mule offen waren und 3600 Joints da drin waren und deine Leute, die es nicht geglaubt haben, weil sie zu blöd waren. Ich wollte mich nochmal dafür bedanken. Eine letzte Sache habe ich noch, Vanille, damit du das weißt. Die Mulen waren zugesperrt, meine Jungs sind Experten und haben das schon längst abgecheckt. Okay, guck mal, Vanille, das Ding ist halt, frag mal deine Leute, die wurden doch vom Medico geholt. Warum bin ich denn zu meinen Mulen dann zurückgegangen, Vanille? Die Drogen sind aktuell nicht illegal. Warum hat mich... Hey, das weiß ich doch, Bilal, dass du deine Mule gerettet hast, dass sie da rumstand. Das ist doch kein Problem. Ich und wollte Vanilla, das nur rauszögern. Und weißt du, was das Ding ist? Die Mulen waren offen, weil meine Leute mir doch durchgefunkt haben, als ich bei dir im Krankenhaus war. Und dann haben die gesagt, die Joints sind noch drin. Und deswegen habe ich mich auf den Weg zurückgemacht, weil die Bullen dann schon vor Ort waren. Und ich mir dachte, krass. Schnauze, Krankenhaus, ich will keine Krankenhausabholung. Nutzt Taxis, verdammte Scheiße. Hört auf, die Leute immer zum Krankenhaus zu bringen wegen einer Abholung. Oh, hast du deine Leute etwa nicht im Griff? Schnauze, Bilal, was machen wir denn jetzt? Wie wär's, wenn du in meinem Anwesen kommst und wir reden wie Männer? Ohne Gewalt, ohne Waffen. Du kannst an mein Anwesen kommen, wie wenn du willst. Wie viel Blut soll doch... Was? Du kannst gerne an mein Anwesen kommen, ich habe einen Termin frei für dich. Nein, wenn, dann kommst du an mein Anwesen. Guck mal, ich will ja nicht sagen, Bilal, ich habe 4 deiner Leute eliminiert und ihre Waffen... Hey Leute, Lohn gibt's morgen. Vielen Dank für die 115.000, Leute. Habt ihr gut gemacht. Gute Arbeit. Osman, du warst der Beste heute mit dem Call, mit den Dings. Vielen Dank. Vanilla, wie gesagt... Mit dem Call? Ja, der Call. Ein Call zum Beispiel. Ja, hat einen guten Call gemacht heute. Einen guten... Anruf. Nein, eine gute Aussage gemacht hat im Funk, nämlich die Aussage, dass die Joints noch da sind. 2 offene Mulen und deine Idioten haben es nicht rausgenommen. Belüg dich rein selber. Aber ich schwöre es auf meine ganze Familie, Vanilla. Deine Leute haben verkackt. Ey, weißt du was, jetzt haben wir das Geld ja weggebracht. Weißt du was, ich rufe den kurz an. Wir stürmen jetzt sein Anwesen, sag ich. Ja. Ach so, und noch eine Sache. Wegen dem ganzen Affentheater. Wir stürmen jetzt sein Anwesen. In 6 Minuten sind wir da, du Pisser. Alles klar, ich warte. Jetzt ficken wir den. Hey Vanilla, du bist ja gar nicht an deinem Anwesen, du Pussy. Hast du Angst, hä? Ich bin gerade unterwegs, ich stürme gerade dein Anwesen. Ich fahre gerade an. Du bist so eine Muschel. Ich bin in einer Minute... Ey, klaut mal alle Möbel, die hier stehen. Klaut mal alle Möbel noch. Ey, Vanilla hat einfach dein Maul, du bist noch in den Fall geraten. Wahrscheinlich sind deine Jungs alle schlafen gegangen. Du bist alleine, stehst am Stadtpark, du bist eine Muschel, bist du. Nimmt alle Möbel. Ja, okay, ich hab den jetzt verarscht. Er denkt jetzt wirklich, wir sind am Anwesen. Ich hab gesagt, nimmt alle seine Möbel und so. Ja, Vanilla, was denn? Bilal, wollen wir vielleicht darüber reden? Wollen wir, dass das wieder alles gut wird? Ey, Vanilla, schau mal. Niemand betritt mein Anwesen einfach so. Ich werde dich jetzt kommen, dann werde ich dich vernichten, okay? Bist du mein Anwesen oder wo bist du? Also das Anwesen ist, würde ich sagen, auch nicht sicher. Wenn ich du wäre, würde ich mich nirgendwo mehr in dieser Stadt hintrauen. Also schau mal, Vanilla, du spielst halt Verstecken, weißt du? Aber ich bin ein Mann. Also, an deinem Anwesen bist du nicht. Ich komme jetzt an mein Anwesen und dann reiß ich dir den Arsch auf. Guck mal, ich sag dir eine Sache. Was denn? Ich habe deine ganzen Möbel geklaut, schon längst. Was ich jetzt mache, wirst du nicht wissen. Ich würde aber trotzdem, wie gesagt, ich würde mich einfach nicht sicher fühlen, wenn du wärst. Wenn ich du wäre. Auch nicht an deinem Anwesen. Ja, alles klar, natürlich. Jetzt ficken wir die auf ganz neue Art und Weise. Mit mir kommen. Bitte nicht schwimmen.
Halt deine Fresse. Wir schwimmen natürlich. Wir stürmen jetzt von hier hoch. Okay, und jetzt greifen wir an hier. Achtung. Den auf dem Dach holen wir zuerst. Sichere Kugeln abgeben auf dem Dach, der, okay? Achtung, 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 nicht die Magazine verbrauchen. Da oben links, eine, oben links, dafür oben links. Schieß auf den, schieß auf den. Zwei oben auf dem Dach. Letzte Minute. Einer tot. Einer ist gefallen. Einer weg, oben auf dem Dach, zwei oben auf dem Dach. Der auf dem Dach, holt ihn noch, holt ihn noch, holt ihn noch. Er will abhauen von da, wo wir hergekommen sind. Ist tot, hab ich. Ich hab Vanilla. Sehr gut, gute Arbeit. Wo seid ihr alle? Alle in Bewegung jetzt. Einer ist noch draußen, Steve. Der ist hier draußen, der ist genau am Eingang. Okay, komm, wir hauen ab. Boah, der hat mich getroffen. Ah, die Fotzen auch am Start. Oder wann auch immer. Ich überleg mir das. Ah, wie geht's dir? Du hast es wohl überlebt, Alter. Mein Beileid, Vanilla. Ach, ich habe einen Streifschuss gegen meinen Kopf bekommen. Hätte ich nicht links auf das Plakat von der AfDM alles für die Matrix-Partei gesehen, wäre ich wahrscheinlich ums Leben gekommen. Ah, so wie Donald Trump, so ein Zufall aber ja, auch. Du hast deinen Kopf gedreht und bist mir ums Leben... Weißt du was? Das Ganze hat was Gutes. Das ganze Land hat das auf Video gesehen und die werden jetzt meine Partei wählen. Ey. Mamotto, Vanilla. Ich hoffe, ich habe dir eine Lektion erteilt, okay? Du Vollversager, du lagst im Dreck. Weißt du, das ist eine Befriedigung für mich. Aber noch mehr befriedigt mich. Das ist auch die einzige Befriedigung, die du hast, neben den Nutten, die du bezahlen musst für Sex. Ich habe eben mit dem Arzt gesprochen. Ich bumse auch deine behinderte Mutter im Rollstuhl. Die Frau Agabey. Deine Mutter. Ist deine Mutter Frau Agabey? Ist deine Mutter Frau Agabey? Ja. Hey, so, hör mal zu, Vanilla. Ich sag dir jetzt eine Sache. Erstmal, danke nochmal für die 3600 Joints. Und dann verlierst du auch noch das hier. Das ist so eine Befriedigung zu gestern gewesen, ne? Das ist so eine Befriedigung zu gestern gewesen. Du hast gar keine Ahnung. Ja, egal. Eigentlich war das ein sicherer Sieg für euch. Und der Sieg hat sich in eine neutrale Position gewandelt. Von einer Niederlage. Es stand quasi 5-0 für euch. Und wir haben 5-5 gemacht. Okay, sagen wir mal 3-0. Da sind gerade 8 Leute von dir aus dem Krankenhaus gekommen. Du kannst froh sein, dass ich... Vanilla, aber du bist doch gefallen. Du bist doch gefallen. Meine Jungs hatten nur eine Mission. Töte den Kopf, den König. Wie beim Schach. Der König muss fallen. Und du bist gefallen wie die Fliege. Du bist gefallen wie die Fliegen. Den Punkt gebe ich dir, Bilal. Gut, dann gehen wir jetzt gleich McDonald's und vergessen die Sache. Es steht 5-3 für mich, Bilal. Fahren wir McDonald's und vergessen wir die Sache. Auf gar keinen Fall gehen wir nach McDonald's. Was für McDonald's? Du hast gerade auf meine ganzen Leute geschossen. Gut. Was für McDonald's? Dann bestelle ich mir jetzt McDonald's. Du ekelhafter Typ. Und genieß mein Blut, was hier noch liegt. Wenn du morgen nicht an mein Anwesen kommst und dich für all deine Taten entschuldigst... Ach komm, Vanilla, auf Wiederhören.